So, Schiedsrichter Zalewski bittet beide Mannschaften jetzt zum Mittelpunkt. Natürlich wird für Erfurt Sean Fischer das Bulli spielen. Und für die Rostocker kommt Stanley. Und das erste Bulli geht an Erfurt. Aber der Pass dann landet in der Verteidigung der Piranhas. Denner gegen Kopmann, das Duell am Bulli-Punkt. Und der Rostocker gewinnt. Neuaufbau über Becker. Becker von halb links versucht den Pass vors Tor, kommt aber nicht an und Erfurt mit dem Gegenangriff. Über rechts. Weise ist gut durch. Schuss und tolle Parade jetzt von Urbisch. Gute Chance für Marcel Weise jetzt hier in dieser Woche, wo er auch Geburtstag hat. Ist selber noch nach. Schipping auf Schümann, Heubahn, wird hart gedrängt. Heubahn setzt nach, Körner kommt hinterher, holt sich die Scheibe auch zurück. Von blauen Linie, Schümann nach rechts, Achtung, Schipping! Und die Scheibe ist nicht im Tor. Fulda, Fulda nochmal Urbisch. Wahnsinn, zwei super Paraden hier von Jakob Urbisch, der seine Mannschaft hier vor dem Rückstand bewahrt. Schon wieder 9 Minuten gespielt hier, immer noch 0:0. Tief gespielt ins Drittel der Rostocker. Scheibe wird einfach rausgechippt. Jakob Körner. Und dann ist der Konter da und es steht 1:0 für die Gäste. So, 0:1 damit in der 10. Spielminute. Für die Rostock Piranhas, da war Chase Clayton noch nicht gestartet, jetzt Tom Pauker über links, hat viel Platz, geht ins gegnerische Drittel, zieht vors Tor, Martin Otte ist zur Stelle, kann die Scheibe nicht festhalten und es steht 2:0 für die Piranhas. Tor zählt, trotz der Proteste von Torwart Martin Otte. Es war noch 1:08 im ersten Sinn. Und so vorhin die Zeit. Die Scheibe in der Rundung eingeklemmt. Schiedsrichter sieht den Puck, lässt weiterspielen. Schipping spielt zurück zur blauen Linie. Gulda jetzt dort. Rechts ist kein Ansprechpartner. Pass vors Tor, abgefälscht und wieder ist Orbisch mit einem schnellen Reflex zur Stelle. Und da ist Rostock auch schon wieder komplett. Pass fürs Tor, kann nicht verwertet werden, jetzt läuft der Konter. Achtung, Stanley über links, wird hart bedrängt. Aber Martin Otte bleibt hier im 1:1 Sieger. Die Eisfläche ist frei und das Bulli kann gespielt werden. Bulli gewinnt in Erfurt, aber Maurice Becker holt sich an der blauen Linie den Puck zurück. Kurka spielt über die Bande. Sean Fischer allerdings dazwischen, wird sofort hart bedrängt von Tomanek. Und dann kommen die Rostocker in das Tor. Zurück zur blauen. Gleich ist die Strafzeit abgelaufen. Becker hier auf halb rechts, das liegen für Kuppmann. Kuppmann nimmt das Tor, Kuppmann läuft ein und dann ist der Puck im Tor. Gerade als die Erfurter komplett sind, ist Kuppmann zur Stelle und erzielt hier das 3:0 für die Piranhas. Aber noch ist die Gefahr nicht beseitigt. Schümann, Schuss aufs Tor von halb rechts, Teubahn setzt nach, wird aber sofort wieder an der Bande hart bedrängt. Schuss und Tor! Jawohl! Der Kapitän Felix Schümann mit dem ersten Treffer der Black Dragons heute hier am heutigen Abend. Diesmal hat er aber auch Urbisch keinerlei Chance genommen. Nagelt den Puck und das Dreiangel. Hofmann, Schümann, Chase Clayton. Hofmann von der blauen, passt in die Mitte. Oh, dicke Gelegenheit hier. In dem Fall für Maurice Keil. Aber er scheitert erneut an Urbisch. Keil über rechts zurück zu Hofmann.
Hofmann nochmal im Anspielpass, aber ein Rostocker Schläger dazwischen. Und dann der Gegenangriff. Und es ist Tom Pauker. Tom Pauker halb links, Martin Otte zur Stelle. Und das Tor zählt. 4:1 für die Piranhas. Das war wieder einer dieser pfeilschnellen Konter, wo die Erfurter nicht schnell genug mit zurückgelaufen sind. Da standen dann drei Rostocker gegen zwei Erfurter Verteidiger und in der Mitte konnten sich zwei aussuchen, wer die Scheibe ins Tor bringt. Bulli gewinnt für Erfurt, aber sie können nichts draus machen. Schümann zurück zur Blauen. Körner wird abgefällt. Oh, nochmal eine gute Gelegenheit und erneut ist es Urbisch. Kopmann verliert da in der eigenen Zone den Puck. Ach, guck doch, Junge. Schümann, Schipping, war da völlig frei. Teuban zur blauen Linie, Körner spielt vors Tor. Pfosten, ach das noch. Da kommt jetzt auch noch Pech dazu. Hier in der 47. Minute trifft Schümann nur den Pfosten. Teuban, Schipping wird geblockt. Schipping holt sich den Puck zurück. Spielt zurück zur Blauen, da ist Gulda. Gulda weiter zu Schümann. Teuban, Schümann. Gulda hätte beinahe die Scheibe verloren. Schussversuch von Schümann weit am Tor vorbei. Und dann gewinnen die Piranhas einfach mal das Bulli. Tom Pauker schon wieder spielt die Scheibe raus. Sean Fischer holt sie sich in der neutralen Zone. Muss schon wieder neu anlaufen. Spielt tief für Kämmerer als Verteidiger in der Gerstung. Chippt die Scheibe nur bis zur blauen Linie. Achtung Fischer. Schuss, Tor. Olli Kämmerer nach Vorlage von Sean Fischer. Eigentlich mehr ein Zufallsprodukt, denn Fischer hat geschossen. Kämmerer hat die Scheibe aber mitgenommen und dann am Torwart vorbei ins Tor gebracht. Nur noch 2:4 und noch 10 Minuten 36 zu spielen. Das heißt, es war die 50. Spielminute. Und Olli Kämmerer auf Vorlage von Sean Fischer. Sean Fischer verliert die Scheibe im eigenen Drittel. Rostock spielt in aller Ruhe, Gerstung nach links. Tom Pauker wieder, Schussversuch, Scheibe ist frei und dann ist sie drin. Die 17 war der Torschütze. Werner Hartmann verwandelt hier die Geschichte, nachdem Otte die Scheibe nicht festhalten konnte und vor seinem Tor erheblicher Verkehr war. Und das Tor gespielt hier von Fischer. Clayton versucht vors Tor zu spielen, Keil kämpft da. Sean Fischer ist wieder da, sucht die Anspielstation, schießt nur den Rostocker Verteidiger an. Kämmerer an der blauen Linie. Fischer gefällig anzuschauen, aber nicht effektiv und ohne Ertrag. Orbisch zweimal zur Stelle, Scheibe ist noch frei. Und die kriegen, jetzt ist er drin. Vierten Schussversuch. Gelingt den Black Dragons doch noch eine Ergebniskorrektur. Diesmal haben die Rostocker Verteidiger ihren Torwart etwas im Stich gelassen und sie konnten hier ein kleines Scheibenschießen veranstalten. Herrschaft. Herrschaft. Jetzt gute Schussgelegenheit und er verzieht um 10 cm. Wie ich schon sagte, dann kommt dann auch noch Pech dazu und der eine Pfostenschuss vorhin, wo eigentlich Obisch schon geschlagen war. Herrschaft, Keil, Passwurst und dann Paul Klein, eine Riesenchance zum Anschlusstreffer. Schießt, drückt die Scheibe links am Tor vorbei. Rostock jetzt mit der Entlastung, kein Icing. Sean Fischer übernimmt. Hier waren jetzt sehr viele Spieler auf dem Eis, was auch von den Linienrichtern übersehen worden ist. Letzte Minute läuft im Spiel. Erfurt nochmal in der Formation. Torwart ist jetzt raus. Kämmerer weiter im Spiel. Jetzt
müsste schneller gehen. Und jetzt trudelt der Puck auch noch abgefälscht ins Tor von Kämmerer. Ach nein, ein Empty Net Goal. Eigentlich ein Eigentor von Olli Kämmerer. Jannik Weist, der so heißt wie Jennifer Rostock. Ich weiß aber nicht, ob die beiden verwandt sind. Schipping noch einmal mit dem Pass vor Tor. Schipping von halb links. Wieder an Orbisch gescheitert. Schümann setzt nach. Erfurt versucht es nochmal. Torwart bleibt allerdings drin. Jakob Körner. Letzten 20 Sekunden laufen schon. Keine Anspielstation. Schipping wird wieder geblockt. Körner hält die Scheibe im Drittel. 6 Sekunden noch. Das Spiel ist entschieden. Aber noch ist die Möglichkeit zum Schuss gegeben. Aber Gulda kommt nicht durch. Und dann ist es vorbei. Die Rostock Piranhas gewinnen 6:3 hier in Erfurt. Der Oberliga Nord. Die freuen sich natürlich. Die Rostock Piranhas 3:6. Und damit auch im vierten Spiel in dieser Saison keine Punkte für die Black Dragons gegen die Piranhas.